In der Orthopädie muss eine Frau notoperiert werden, die von ihren Töchtern eingeliefert wurde. Die Diagnose: Oberschenkelhalsbruch. Doch es kommt noch schlimmer. Wo kann ich denn warten mit dem Kleinen? Sie können hier vorne links einmal Platz nehmen mit dem süßen Frauzieher. Ja, klar, das Gleiche. Ich begleite Sie noch. Dann wir sagen Ihnen auch Bescheid, sobald sie alles geschafft hat. Ja. Ne? Na gut, Mama, alles Gute. Tschüss, danke, ja. Kind. Tschüss. Alles klar. Tschüss. Oh Gott! Oh, Moment. Fährst du mal? Ja. Einen Moment. Was ist denn hier los? Nein, er ist mir runtergefallen. Oh Mann. Ist alles in Ordnung? Von wie hoch ist er denn gefallen? Nicht weit, ich hab ihn nur aus dem Maxi-Groß. Komm mal her, Kleiner. Kommen Sie hoch. Ach, das ist ja super, dass du da bist. Der Kleine ist gerade gestürzt. Ist hier außer Hand gefallen. Ja, direkt rüber gehen. Ja. Ist ja gut. Ja, alles gut. Wenn ich ein kleines Kind, vor allem wenn es so klein ist, sehe, was hingefallen ist, habe ich immer die Befürchtung, dass es auf den Kopf fällt, weil der Kopf im Prinzip bei dem Kind der schwerste Teil ist. Und das ist eigentlich auch der gefährlichste Körperteil von dem Kind. Hier ist immer höchste Eisenbahn, dass man da handeln muss. Aus welcher Höhe ist er runtergefallen? Ist er auf den Kopf gefallen oder so? Ja. Wie konnte denn das passieren? Hm? Ja, ich weiß auch nicht, mir ist sowas noch nie passiert. Ich hatte auf einmal einen Schmerz hier im Nacken. Und dann, ich konnte den Arm gar nicht mehr richtig bewegen, dann ist er mir irgendwie weggerutscht. So scheint er nichts zu haben. Okay. Tapferes Kleines. Ja, mal gucken. Ja, das ist große Sache für dich, ne? Ja. Ja. Hm? So. Und ist Ihnen da schon mal so was passiert, dass Ihnen der Arm nicht. Sie halten den Arm so still. Ja, also ich habe manchmal schon ein bisschen Nackenschmerzen. Ja, und das ist schon öfters passiert, sowas, oder? Also mir ist es auf jeden Fall schon öfters aufgefallen, dass sie über Nackenschmerzen sich beklagt hat. Mhm. Ja, aber also er ist mir jetzt noch nie runtergefallen. Mhm. Also das nicht, aber. Wird wahrscheinlich. Okay, mir wäre Folgendes lieber. Ich kann so nichts feststellen bei dem Kleinen. Da scheint alles in Ordnung zu sein, ne? Aber trotzdem möchte ich es gerne, wir sind hier in der Klinik, wir haben einen Kinderarzt, haben wir oben, dass der Kinderarzt sich nochmal nachguckt. Und Sie würde ich gerne hier bei mir behalten, weil ich würde Sie gerne mal untersuchen, um mal zu gucken, was mit Ihrer Schulter los ist. Ja, aber ich würde schon gerne mit dem Kleinen mitgehen. Aber er ist ja hier in guten Händen. Ja, ich muss ja auch mehr untersucht werden, was du hast. Das soll ja nicht wieder passieren. Primär habe ich mich um das Kind gekümmert. Als ich dann gesehen habe, dass eigentlich das Kind keine große Verletzung hat, war mir natürlich jetzt klar, hier muss ich nach der Mutter gucken. Denn die Mutter hatte ja nicht einfach das Kind fallen lassen, sondern es waren irgendwelche gesundheitlichen Probleme, weswegen sie es hat fallen lassen. Und ich sah natürlich, dass sie die rechte Schulter ständig in der Schonhaltung hielt, dass sie eigentlich mit der rechten Schulter, mit dem rechten Arm gar nichts machte. Deswegen war mir ganz wichtig, hier den rechten Arm mal zu untersuchen, was denn da die Ursache ist. Mal die Arme mal so hochheben. Der geht nicht? Weiter nicht. Okay, mal runter. So zur Seite. Okay. Wenn ich so hier drauf drücke, tut das ja weh? Ja, oh. Gut, mal gucken. Sie sagt, der Nacken tut Ihnen weh? Mhm, genau, ja. Das tut alles weh? Ja. Ist alles ziemlich verspannt hier oben. Aber hier. Ja, das tut weh, oh, ja? Oh, ganz schlimm. Gut, das tut nicht weh? Nee, auf der Seite nicht. Nee. Okay. Ich habe ein paar Funktionstests bei der Mutter gemacht, um zu sehen, was für Strukturen sind jetzt hier betroffen. Sind es mehr die Knöchel, also die Gelenkstrukturen, oder sind es mehr die Sehnen oder die Muskeln? Das muss ich erst mal unterscheiden. Das Problem ist nicht der Nacken. Das Problem ist die Schulter. Da ist hier ein Muskel, nicht, der hier oben sitzt, hier runter geht, das ist der Bizeps. Nicht? Und da ist irgendwas mit der Sehne nicht in Ordnung. Was, kann ich noch nicht sagen. Das müssen wir erstmal genauer untersuchen. Ruf's mal unten in der Röntgenabteilung an. Im schlimmsten Fall könnte es natürlich hier eine Sehnenruptur sein. Die halt die Bewegungsmöglichkeit total einschränkt.
oder aber, dass eine Arthrose im Gelenk vorliegt. Es könnte natürlich auch eine Verkalkung sein, aber das kann ich so nicht entscheiden. Dafür brauche ich halt die bildgebende Untersuchung. Okay. Muss das denn operiert werden oder geht es irgendwie schneller? Oder? Je nachdem, was es ist, reicht eine Spritze. Nein? Aber ich muss wissen, was. Ja, im schlimmsten Fall muss es operiert werden, damit sie dir Schmerz anwerden. Ja, aber ich bin alleinerziehende Mutter und meine Mutter ist jetzt gerade auch operiert. Ja, genau. Da macht ihr jetzt gar keinen Kopf. Ja. Genau. Das kriegen wir schon auf jeden Fall hin. Der Stefan, der kann sich auch öfters mal einbringen. Aber auf den ist doch kein Verlass. Ja, genau nicht. Deswegen, der kümmert sich doch nicht. Genau in so einer deswegen Situation muss er sich aber kümmern. Genau deswegen sollte man sowas machen. Ne? Denn sonst kriegen sie eine Frozen-Schulter. Das heißt, sie können die Schulter vergessen. Gar nicht mehr. Die können sie nicht mehr bewegen. Dann können sie die Kinder auch nicht mehr versorgen. Ja. Einarmig ist es schwer. Ja. Während die Alleinerziehende mit dem Schlimmsten rechnen muss, hat ihr Baby den Sturz unbeschadet überstanden. Auf der Orthopädie wartet aber schon das nächste Unglück. Ein Patient, der wegen einer Fingerfraktur operiert wurde, hält sich nicht an den ärztlichen Rat. Ich wollte schon was bewegen. Nee, bitte alles einräumen, das geht nicht, ne? Sonst ist hinterher noch irgendwas kaputt. Bitte, jetzt ohne Quatsch. Haben Sie eine neue Frisur? Ja, danke. Ein Wort noch. Glaub ich's denn? Jetzt ist doch was passiert. Das ist ja unfassbar. Kannst du aufstehen? Ich glaube nicht. Oh nein. Okay, tun wir mal da rein. Ja. Ihr habt gespielt. Wie sieht's aus? Hier gespielt? Ja, die spielen hier, weiß ich, was das ist. Basketball. Ich hab's euch gesagt, glaube ich. So, hilfst du mal mit? Kannst du mal gucken, dass du irgendwie auf die Beine kommst, da vorne auf die Liege. Nicht auftreten, nicht auftreten. Hoch. Hoch. Und hier rüber, sofort hinlegen. Schaffst du das? Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Und hinsetzen. Also ein lauter Knall, ich weiß nicht. Ja. Und du gehst draußen den Krams aufräumen. Der junge Mann hat sich trotz meiner mehrfachen Aufforderung nicht dran gehalten, wollte noch einen letzten Wurf werfen, hat sich dabei irgendwie versprungen, wie auch immer, und lag dann schmerzverzerrt am Boden. Und dann mussten wir erst mal gucken, was da überhaupt passiert ist. Du hast weh? Ja. Ja, da ist eine Delle drin. Glaube ich ja jetzt nicht. Tut sehr weh. Ja, mal versuchen, den Fuß nach unten zu drücken. Geht nicht. Und was hat Mario jetzt? Was hat er? Da scheint die Achillessehne durch zu sein. Oh. Meinen Schuh anlassen, oder? Ich guck mal mit Ultraschall jetzt. Warum muss das mir passieren? Ja, diese Frage stelle ich mir eigentlich nicht. Warum ne? mussten Sie da spielen? Ja, ehrlich. Der Ultraschall war für mich wichtig, nachzusehen, ist die Sehne komplett gerissen oder sind nur Teile abgerissen. Denn wenn nur Teile abgerissen sind, kann ich es konservativ behandeln, das heißt, ich brauche nicht zu operieren. Dann wächst das wieder zusammen. Wenn aber Komplettabriss ist, dann muss ich möglichst rasch operieren, um halt zu verhindern, dass die Sehne oben in den Muskel reinrutscht. Da sehen Sie das? Das ist die Sehne und das ist die Sehne und da ist ein Riss drin. Mensch, da ist die Achillessehne durchgerissen. Ja, ist der Finger jetzt das? Nein. Die Achillessehne hat eine Reißfestigkeit etwa vom zehnfachen Körpergewicht. Wie viel wiegen Sie? 63 Kilo ungefähr. Ja, also Reißgewicht ist etwa, Haltbarkeit etwa 600 Kilo. Und das ist jetzt durchgerissen. Nein? Jetzt müssten wir schleunigst operieren. Kannst du eben OP anrufen? Ja, operieren wir mal. Joa, wann haben Sie das letzte gegessen? Heute Morgen in 6-7 Uhr. Ah, gut, haben wir Glück. So. Ich habe jetzt auch ein bisschen Zeit. Mal gucken, wie es im OP aussieht. Ja. Das Problem ist, die Sehne, wenn die abhaut, dann rutscht die bis nach oben hoch. Dann muss ich die ganze Wade hinten aufschneiden, um die Sehne wieder zu kriegen. Und wie gesagt, ich muss 600 Kilo da runterziehen. Das ist recht schwierig. Deswegen müssen wir das jetzt so schnell wie möglich operieren. Ich werde auf alle Fälle hinten über der Achillessehne aufschneiden müssen. Und die Sehne versuchen, einen Haken zu kriegen und das Ganze an dem Stumpf wieder anzunähen. Es hängt jetzt davon ab, ob das zerfasert ist oder ob das ein relativ glatter Riss ist. Wenn es zerfasert ist, ist es natürlich für mich etwas schwierig. Ist ein glatter Bruch, kann man es einfach zusammennähen. Und ja, dann ist eigentlich Pause erstmal mit dem Bein. Denn die Sehne muss ja erstmal wieder belastbar werden. Das heißt natürlich für Sie, halbes Jahr kein Sport. Ein halbes Jahr. Halbes Jahr.
Das muss erst wieder fest werden. Vorher ist da nichts drin. Wir fangen zwar nach einem Vierteljahr fangen wir zwar wieder an aufzutrainieren über Physiotherapie, aber Leistungssport oder sowas ist nicht. Der Hobbybasketballer hätte sich besser schonen sollen. Nun muss er sofort in den OP. 2 Stunden später ist der Achillessehnenriss erfolgreich korrigiert. Und Dr. Urs Heinemann widmet sich den Röntgenaufnahmen der alleinerziehenden Mutter. Da sehen Sie, da ist was Weißes, was da nicht hingehört. Das ist Kalk. Das heißt, die Sehne von dem Bizepsmuskel, die ist verkalkt. Den Röntgenergebnissen konnte ich entnehmen, dass hier doch eine massive Verkalkung vorlag, die man nicht mit Ultraschall behandeln konnte, auch nicht mit Spritzen, sondern hier musste ich wirklich operativ drangehen, um halt die Verkalkungen zu entfernen. Aber ich weiß nicht, wie sich das alle vorstellen. Ich habe 2 Kinder zu Hause, meine Mutter ist jetzt gerade operiert und muss noch in die Reha. Du musst das aber machen lassen. Gesundheit geht auch vor. Ja. Wir schaffen das mit deinen Kindern. Aber wie soll das denn funktionieren? Du bist doch auch so oft weg. Ja. Das wird dir nicht gefallen, aber ich habe Stefan angerufen. Was? Warum das denn? Ohne OP funktioniert's nicht. Nee. Warum rufst du den denn an? Der ist doch nur mit seinem Job verheiratet. Der muss sich aber auch um die Kinder kümmern und der ist wirklich damit einverstanden, dass er den Kleinen aufnimmt. Ist so unzuverlässig, das macht er nicht. Das ist mir jetzt alles zu viel. Das Ergebnis hat natürlich die Patientin sehr erschüttert. Ich kann das nachvollziehen, dass sie, der das alles zu viel war, dass sie sich nicht operieren lassen möchte. Sie ist alleinerziehend, ihre Mutter ist selber im Krankenhaus, ihr Ex-Mann hat nicht so viel Zeit, dass er sich um die Kinder kümmert. Ich kann es verstehen, dass sie sagt, ich möchte mich nicht operieren, aber aus medizinischer Sicht ist es notwendig, weil sonst mit einem steifen Arm kann man gar nichts mehr dann Großartiges mehr bewegen und sie wird ihr Leben lang noch mehr Schaden davon nehmen. OP ja oder nein? Es muss dringend eine Entscheidung her. Als der Ex-Mann der 35-Jährigen im Krankenhaus eintrifft, gibt es einiges zu klären. Ist denn soweit alles in Ordnung oder was ist denn jetzt? Mit dem Kleinen ist alles okay. Ja? Ja, Kleine ist soweit in Ordnung. Problem ist nur bei ihr die Schulter. Und das muss operiert werden. Im Interesse des Kindes. Ne? Ja. Damit sie die Kinder beide versorgen können. Sie braucht jetzt im Moment Hilfe, bis das Ganze wieder abgeheilt ist. Mhm. Aber dann funktioniert es wieder. Wenn wir nichts machen, dann wird sie Schulter über kurz oder lang nicht mehr gebrauchen können. Dann passiert das, was heute passiert ist, öfters. Da hättest du mit mir doch irgendwie sprechen müssen. Ja, aber du bist immer nur mit deinem Job beschäftigt und hast nie Zeit. Und die Kinder dürfen auch nur zu dir, wenn du mal Zeit hast. Und ich weiß, ich habe viele Fehler gemacht. Und ich weiß auch, dass ich mich mehr einbringen muss bei dem Kind. Das weiß ich. Ja. Das ändert sich auch. Sie müssen jetzt, ich würde Ihnen empfehlen, Sie bleiben hier. Wären Sie damit einverstanden, wenn wir Sie ins Zimmer von Ihrer Mutter tun? Das Bett ist doch noch frei. Das ist noch frei. Nein? Ja, das ist das Fenster. Dann können wir Sie zu Ihrer Mutter tun. Dann können Sie dir sogar ein bisschen bei helfen. Dann machen wir das dann so schnell wie möglich mit der Schulter. Morgen oder übermorgen müssen wir mal sehen. Und dann sind Sie so schnell wie möglich wieder fit für Ihre Kinder. Ja, das hoffe ich. Sofern alle Kalkdepots entfernt werden können, sollte die Patientin nie wieder Schulterprobleme bekommen. Einen Tag nach der OP hat Urs Heinemann Visite. Bei Ihnen war alles gut? Bei mir ist alles gut. Alles gelaufen? So weiter keine Schmerzen, alles gut. Alles Schmerzen gut. Weg, ja. Schmerzen sind erstmal weg. Ja. War komplett durchgebrochen und war halt das Hüftgelenk. Ist ja alles gut gegangen und ja, freue ich mich, dass es eigentlich gut heilt. Ja. Und bei Ihnen? Ja, es tut noch ein bisschen weh, aber es wird. Geht ja. Ja. Geht ja. Aha. Und das ist der Held des Tages. Ja. Okay, gut. Die Operation ist eigentlich ganz gut verlaufen. Ich kam also sehr gut an die Sehne dran, an die Verkalkungen, konnte sie problemlos abmachen und abschälen und dann halt, es war eigentlich kein Problem, das wieder zu verschließen. Jetzt müssen Sie halt sehen, dass Sie die Arme gleichmäßig bewegen, belasten, ne? Und nicht eins überlasten, einen Arm, denn sonst kriegen Sie das wieder. Mhm. Okay. Ne? Und vor allem wichtig ist auch ein bisschen Ausgleichgymnastik machen, dass der Arm sich immer wieder entlasten kann. Mhm. Okay. Mit ihm müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, auf den Arm nehmen. Ja. Ne? Aber ich habe jetzt Unterstützung. Ja, aber wir helfen, ne? Ja, müsst euch ein bisschen unterstützen. Genau. Definitiv. Ja. Definitiv. Also
das ist jetzt geregelt. Ja. Ich kann mir immer Urlaub nehmen, ich kann mir immer frei nehmen, wann ich will. Und das ist alles in trockenen Tüchern jetzt. Und im Notfall kann ich ja bei der, ich bin bei auch der Schwester dann auch im Flugzeug mitfliegen. Macht auch Spaß, ne? Ja. Alles Gute dann. Ja. Tschüss. Tschüss. Alles Gute, ne? So. Und Ihnen auch. Ne? Alles Gute dann. Ja. Für die Patientin mit dem Oberschenkelhalsbruch geht es im Anschluss an den Klinikaufenthalt in Reha. Bei ihrer Tochter reichen einige Krankengymnastikstunden aus, um die Schulter zu trainieren.